Startband, der Speedway-Podcast mit Micha und Ebi. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Startband, der Speedway-Podcast mit Micha und Ebi. Und mir gegenüber sitzen heute zwei wunderschöne Neubrandenburger. Zu dem einen kommen wir erst später. Wir kommen erst zu dem hübscheren von beiden, den jung aussehenden, wirklich gut gelaunten René Eberhardt. Grüß dich, mein Schatz. Grüße, ich bin auch der weitaus Ältere, habe ich das Gefühl. Ne? Ja, ich war heute gerade beim Friseur und meine Friseurin hat gesagt, als ich gesagt habe, ich möchte bitte, dass die grauen Strähnen weggefärbt werden, dass sie meint, grau ist interessant. Habe ich noch nicht viel von gemerkt. Also Romy mag mich zwar, aber andere Frauen eher nicht so. Deswegen weiß ich nicht, ob das nur für Romy jetzt zutrifft oder so. Aber du müsstest das doch kennen, du bist doch schon leicht grau. Ich bin leicht grau, ja. Und dich mögen die Frauen nur nicht, weil du sie alle beleidigst. Ne? Wie, nur weil du gerade auf einem Salattrip bist, ne? Musst du hier nicht jedem erzählen, wie fett wir sind. Ne? Habe ich doch gar nicht. Habe ich doch gar nicht. Wann habe ich das gesagt? Eistee ist schlecht und Fanta ist nicht gut. Und, ja, ne? Guck mal, was ich nämlich trinke. Vorzugsweise. Ja, Bionade ist natürlich völlig ohne Zucker. Ganz ja, steht drauf. Mit weniger Zucker. Und das ist wie aus der letzten Folge, wo ich gesagt habe, alles, was im Internet steht, stimmt. Und auch alles, was auf Flaschen steht, stimmt. Wieso? Bei dir steht doch gar nicht drauf. Oder was? Oh. Also auf deinem Körper. Oh, ne, doch, das ist ja tätowiert. Also da bist du jetzt falsch informiert. Lass uns mal, wir haben heute an diesem, heute haben wir den 24.02. haben wir schon schlechte Nachrichten gehört. Lass uns doch mal lieber positiv zueinander sein. Lange haben wir diese Folge, die heute kommt, herausgezögert, beziehungsweise es war so ein bisschen auch dein Wunsch, dass wir nicht allzu viel darüber reden, aber wir haben jetzt gesagt, heute muss es mal sein, weil eigentlich, also was heißt muss wäre ja negativ, heute will ich das mal so haben, denn eigentlich passiert ja was, über was wir reden müssen, denn wie wir gerade schon im Vorgespräch festgestellt haben mit unserem Gast, ist es ja so, dass was gerade in Neubrandenburg passiert, höchstens alle, weiß ich nicht, 70, 80 Jahre mal passiert. Deswegen ja. Heute die Sendung mit den MSC Vier Tore Neubrandenburg e.V. Ich würde sagen, wir begrüßen einfach mal unseren Gast. Er hat uns sicherlich sehr, sehr viel zu erzählen aus Neubrandenburger Sicht, aber auch aus der Sicht der GSM oder für die GSM. Herzlich willkommen auch aus Neubrandenburg, quasi gleich bei dir um die Ecke, Jan Seidler. Hi Jan. Moin, hallo. Schön, dass ich da sein darf. Schön, dass du da bist und das einrichten konntest. Gleich mal als allererste Frage, ne? Wie ist denn das so, wenn man in Neubrandenburg wohnen muss? Also vorab, Neubrandenburg ist tatsächlich meine liebste Stadt, meine Heimatstadt und wieder meine Wahlheimat geworden. Ich war natürlich lange weg, aber alles in allem fühle ich mich hier unglaublich wohl und freue mich auch hier meine Familie zu haben und meine zwei Söhne aufzuziehen. Ja, es ist tatsächlich so, warst du lange weg, also woanders, oder? Ja, ich bin nach der Lehre direkt nach Lübeck gegangen und habe dann lange in Lübeck gelebt, habe dort gearbeitet und ja, waren schon ein paar Jahre. Mhm. Okay. Ja, tatsächlich merke ich das. Ich bin zwar jetzt auf Rügen, also nicht allzu weit weg von zu Hause, aber tatsächlich kann ich das, was du sagst, wieder bestätigen. Irgendwann zieht es einen wieder nach Hause, ne? Absolut. Besonders wenn man dann tatsächlich auch mal sesshaft werden möchte, dann glaube ich, ist das irgendwie ein Stück weit immer wieder die Heimat, wo es einen hinzieht. Als du in Lübeck gelebt hast, wie war es dann aber der schönsten Sache der Welt? Was hat man denn in Lübeck an Speedway in der Umgebung wahrgenommen? Ist da überhaupt irgendwas? Ja, ich bin natürlich regelmäßig nach Brokstedt gefahren. 1. Mai war Pflichttermin, ganz klar, Bundesliga. Aber ansonsten habe ich das, ich sag mal, ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Ich gebe es zu. Ja gut, wir haben ja schon mal in irgendeiner Folge festgestellt, Ebi und ich, dass wir natürlich Glück haben, in Mecklenburg-Vorpommern zu wohnen und dann mit Tetro, Güstrow und Stralsund relativ gut positioniert zu sein, was Speedway angeht. Wie sieht's denn aus? Werden wir auch bald Glück haben, in Brandenburg wieder Speedway gucken zu können? Wenn es nach mir geht, sofort. Also wir geben natürlich weiterhin Gas und versuchen das Ganze so gut wie möglich auch zügig über die Bühne zu kriegen. Aber machen wir uns nichts vor. Allein aufgrund von Corona haben wir mittlerweile über ein Jahr Verlust im Planungszeitraum. Das zieht sich definitiv noch hin.
Ja, also dieses Jahr würde ich ja schon fast, ja, eigentlich sind es ja 2 Jahre, ne? Also ich bin ja auch so ein bisschen von Anfang an dabei und ich glaube, wir hatten die Eröffnung im wie hieß es, Boxenstopp, glaube ich, ne? Und von da an war doch dann irgendwie gefühlt Corona, ne? Also. Wann war denn das genau, dass wir mal so ein Zeitfenster kriegen? Wann habt ihr, ich kann mich an die Veranstaltung bildlich noch erinnern, ich wollte tatsächlich auch kommen, musste aber arbeiten. Ja, sie ist noch online auf YouTube. Ja, sag mir mal, welches Datum war das genau? Das war, glaube ich, der 18.11., an dem wir uns vorgestellt haben in der Öffentlichkeit. Ja, da ging es dann so richtig los. 2018 wohlgemerkt, ne? Da haben wir uns vorgestellt. 2019 war dann unser erstes richtiges Vereinsjahr. Wie lange wart ihr in der Vorlaufzeit, bis ihr euch 2018 das erste Mal in der Öffentlichkeit gezeigt habt? Also wie weit waren die Planungen da vorher schon, sag ich mal 2016 oder 2015 fortgeschritten, um überhaupt bis zu diesem Termin zu kommen? Naja, an sich das Konzept, das Vereinskonzept, das Stadionkonzept, das habe ich schon ein paar Jahre in einer Schublade gehabt, ehrlich gesagt. Habe auch die Location schon ein paar Jahre in der Schublade gehabt. Anschließend habe ich dann ein paar erste Leute eingeweiht und dann hat sich das so, glaube ich, rauskristallisiert im Frühjahr 2018, wo wir dann so eine Art Arbeitsgruppe dazu gebildet haben. Okay. Also ich war ja auch am Anfang, ne, ich kann mich doch irgendwie erinnern wie Jan, ich glaube, du kamst zu mir auf Arbeit irgendwann mal und hast mir das mal so vorgestellt und ich gesagt, ja, ne, aber war man natürlich skeptisch, aber am Ende, wenn man erstmal Feuer gefangen hat und Jan, also muss ich auch mal sagen, Jan kann mitreißen, ne, also er ist schon einer der, also ich würde es auch mal so behaupten, wenn wir Jan nicht hätten, wären wir bei weitem nicht so weit und ich glaube, wir wären auch schon dreimal gescheitert, ne, wo Jan uns auch schon dreimal rausgeschmissen hat alle, aber am Ende sind wir doch noch da und sind quasi, ja, jetzt hat er da wieder ein Projekt ins Leben gerufen, was ich ja mega finde, um mal den Bogen zu schlagen. Heute wurden mir Werbeflyer gebracht, Jan. Ja, alle guckten gleich mit großen Augen, was, Speedway in der Oststadt? Erklär mal, was ist denn da los? Also, ne, du kannst es vielleicht besser erzählen, weil Micha mag das Thema ganz besonders. Ja, vielleicht hat der eine oder andere auch schon unseren Facebook-Post gesehen. Ich glaube, der war einer unserer besten Posts überhaupt. Also über 100 Mal geteilt, über 150 Likes, eine Reichweite, ich glaube mittlerweile über 16.500. Das ist schon ganz anständig für so einen Anfängerverein wie uns, sage ich mal. Und ja, worum geht's dabei? Wir wollen eine wichtige Säule in unserer Vereinsarbeit ab sofort auf gesunde Füße stellen und das ist die Jugendarbeit. Ziel ist es hierbei, dass wir unsere Neubrandenburger Kids und auch aus der Umgegend den Speedway-Sport wieder näher bringen, denn machen wir uns nichts vor. Neubrandenburg hat seit über 25 Jahren kein Stadion mehr. Die Kids der heutigen Generation kennen wahrscheinlich den Sport gar nicht mehr und genau deswegen müssen wir da unglaublich viel Aufklärungsarbeit leisten. Wir müssen hier wirklich von null anfangen und deswegen haben wir uns eine Art Speedway-Schnuppertraining ausgedacht. Das Ganze aber möglichst zentral natürlich, damit unsere Kids mit dem Stadtbus auch zu uns kommen kann, zu der Trainingsstätte. Und genau deswegen machen wir das Ganze auf dem Sportplatz in der Oststadt. Also eigentlich dem größten Stadtgebiet Neubrandenburgs, wo wir hoffentlich auch dann die meisten Kids von abbekommen. Ja, und wohlgemerkt hinter einer Schule, ne? Also mit Genehmigung der Schule, auf Wunsch der Schule, ne? Wenn mich das... wo gibt's das? Ist das Deutschland einmalig? Ich glaube, ne? Speedway als Schulfach so zu sein? Wie geil ist das? Also als Schulfach definitiv, habe ich so noch nie gehört. Es ist kein Fach, ne? Aber. Naja, also na gut, es wird ja sicherlich eine Unterrichtsstunde dafür geopfert, oder? Nein. Also ganz so ist es nicht. Also es ist schon ein außerschulisches Projekt. Wir haben aber dann natürlich auch bei vielen Schulen dafür angefragt in Neubrandenburg. Auch Flyer in der Schule liegen aus. Wir haben den Schulen die Möglichkeit gegeben, das Ganze als sozusagen AG durchzuführen. Und es soll halt ein Nachmittagsangebot sein für die Kinder, die entweder in den Hort gehen oder halt in der Schule in Betreuung sind, so dass wir hier wirklich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen können. Das heißt, wie stelle ich mir das vor? Wo fahrt ihr da mit den Motorrädern dann? Auf welchem Untergrund? Seid ihr da auf dem Sportplatz oder was? Oder also direkt auf der Tartanbahn oder?
Genau, also im Prinzip ist es schon ein Sportplatz. Allerdings ist das ein brachliegender Sportplatz, der noch aus DDR-Zeiten stammt. Ein Teil dieses Sportareals wurde direkt neu saniert, jetzt vor kurzem gerade fertiggestellt. Und auf dem restlichen brachliegenden Teil dürfen wir uns ausbreiten. Gut, das heißt, ihr steckt da einfach, ich sag mal, irgendetwas ab, worauf ihr dann fahren könnt, und dann legt ihr da richtig los. Genau, also wir wollen mit Pylonen verschiedene Areale aufbauen. Wir haben vor, ein Stationsmodul zu bauen. Das heißt also, die Kids werden Schritt für Schritt an den Sport herangeführt. Ja. Wir können ja die Kids nicht einfach tatsächlich aufs Motorrad setzen und sagen, so, hier ist Gas und hier ist Bremse, fahrt mal los. Ja. Für einen 10- bis 14-Jährigen, der noch nie auf dem Motorrad gesessen hat, ist das dann, glaube ich, auch echt gefährlich. Und das wollen wir natürlich auch nicht gutheißen. Und genau deswegen haben wir uns einen Stationsablauf überlegt, wo wir wirklich von A nach B die Kids langsam heranführen. Und Tagesziel sollte natürlich sein, dass die Kids dann auch am Ende des Tages mal ein Oval fahren und ein Gefühl für den Sport bekommen. Wie ist die Resonanz bis jetzt? Mega. Also kannst du da mit Zahlen mal um dich schmeißen? Gibt es da schon eine bestimmte Anmeldezahl, also wie viele Leute sich angemeldet haben? Also wir haben tatsächlich die erste Trainingsgruppe voll. Eine Trainingsgruppe haben wir für 8 Personen eingeplant. Die zweite Trainingsgruppe ist mittlerweile halb voll. Das heißt also, wir gehen davon aus, dass wir mindestens 2 Sichtungstrainings durchführen müssen, was uns sehr entgegenkommt. Denn wie wir alle sicherlich im Vereinswesen wissen, es bleiben nicht immer alle 100% dabei und man hat immer ein bisschen Verlust, das ist auch okay, das soll sich jedes Kind ja auch ausprobieren, dafür sind wir ja da, aber Ziel ist es, dass wir hier einen festen Jugendkader haben, mit dem wir dann langfristig auch trainieren und den aufbauen können. Das ist natürlich an gleicher ausgegebener Stelle in dem Stadion, und was brach liegt. So ist jetzt erstmal auch das Ziel, dort mit den Kindern weiterzuarbeiten. Nicht ganz. Also Ziel ist es schon, die Schnuppertrainings und die ersten Stunden dort zu verbringen. Ja, das ist richtig. Aber außerdem haben wir in Kooperation mit Tetero hier verschiedene Trainings dann auch die Saison über in Tetero geplant. Hauptsächlich auf der 85-Kubikbahn. Und hier wollen wir dann tatsächlich auch mit den Kids die ganze Saison über richtig trainieren, die ersten Schritte auf der 85-Kubik-Maschine machen und dann wirklich Gas geben. Sehr gut, sehr gut. Finde ich übrigens mega, diese Kooperation mit Tetero, weil ich dann auch Katja bestimmt begrüßen darf in Tetero, die ja nicht so, Katja kriechen, ja? Ja, eindeutig. Prima. Frage, auf was werden die Kids denn fahren? Also kriegen die gleich eine Speedway-Maschine hingestellt oder was wird es werden? Weil lärmtechnisch sehe ich da Schwierigkeiten in Ostadt. Absolut. War auch ein großes Thema für uns. Dafür haben wir Elektrobikes. Ich weiß ja, Micha hat das richtig gerne. Micha mag die richtig. Genau. Deswegen lade ich dich auch gerne ein zum Schnuppertraining. 16.03. Du kannst auch gerne dein Kind mitbringen. Guck doch einfach mal vorbei, da können wir dich gerne von einem besseren belehren. Ja, lass ich tatsächlich gerne. Ebi hat recht, vielen Dank für die Einladung. Ich werde sie tatsächlich wahrnehmen. Haben wir im Vorfeld schon vor 2 Wochen oder so drüber gesprochen. Ich werde tatsächlich dann da sein. Werden von dort auch nochmal so einen kleinen Snippet bringen, wie das ankommt, ein paar Fotos, bisschen was aufnehmen. Ne? Ja. Also würden wir gerne natürlich auch bei anderen Vereinen machen. Jetzt nicht neidisch sein, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass Ebi in Neubrandenburg ist, aber für Mecklenburger Verhältnisse ist Neubrandenburg bei mir einfach gleich mal um die Ecke. Da bin ich in 1,5 Stunden da und deswegen ist es gleich mal um die Ecke in 1,5 Stunden. Ja, ich war 10 Jahre stationiert in Neubrandenburg. Also erstmal Grüße an mein Lieblingsmusikchor, wo ich stationiert war, an das Heeresmusikchor Neubrandenburg. Ich kenne Neubrandenburg und ich weiß auch tatsächlich, welcher Sportplatz das ist. Thema Elektrospeedway, ja, ich bin immer noch dagegen, aber ich habe zum Teil meine Meinung revidiert und das hat auch einen Grund. Tatsächlich hat Ebi mich da bekehrt, wie so ein Priester, der mich jetzt zum Katecholismus, nee, na, ihr wisst schon. Nee, ist auch nicht gut. Nee. Überleitet das hat. Das gibt auch Ärger. Wenn man sieht, was in Neubrandenburg mit Elektrobikes in kurzer Hand gemacht werden kann, ohne erstens A, eine Bahn zu haben, zweitens irgendwelchen Leuten auf den Sack zu gehen, und leider ist das Thema Ruhestörung oder auch Verschmutzung, akustische Verschmutzung heutzutage gerade in Städten sehr, sehr ernsthaft und hoch wahrzunehmen, und man Kinder halbwegs an den Speedway-Sport ranführen kann,
gehe ich damit völlig überein, dass das okay ist. Ja, wichtig ist es nur, dass es nicht so bleibt. Sie soll natürlich irgendwann auf knatternden Methanolkisten sitzen. Ne? Ich möchte nämlich nicht irgendwann in 30 Jahren im Stadion sitzen und es nur surren hören. Das darf man nicht vergessen. Es gab dazu einen echt spannenden Artikel vor ein paar Tagen in der Speedweek, wo das Ganze auch nochmal thematisiert wurde. E-Speedway und hat es immer noch Zukunft oder hat es überhaupt Zukunft? Und da muss ich einfach sagen, genau für diese Jugendarbeit, die wir jetzt hier vorhaben, um auch die Kids langsam an diese Maschinen heranzugewöhnen quasi, denn es gibt ja auch Kids, die finden es nicht unbedingt toll, wenn es von Anfang an laut und komisch zwischen den Beinen knattert. Da war zum Beispiel mein Junge das erste Jahr völlig perplex von. Fand er nicht gut und jetzt mit einem E-Bike hat er absolut viel Spaß und der setzt sich darauf und geht ab wie Schmitz Katze. Und das ist das Ziel des Ganzen. Und wenn man da mal nach Dänemark guckt, also da ist die Forschung ja tatsächlich noch ein Stückchen weiter und ich glaube, da sollte man auch mal immer mal wieder hingucken. Ich habe dazu gleich eine übergreifende Frage. Über Dänemark hatten wir tatsächlich auch schon gesprochen. Gibt es schon, na was heißt keine Studien, aber Erfahrungen von jugendlichen Fahrern, die mal auf E angefangen haben und jetzt mit knatternden Sachen zwischen den Beinen umherfahren, ob die tatsächlich vom Ausbildungsstand, wenn sie umsteigen, genauso gut geschult sind wie auf in Anführungsstrichen normalen knatternden 85ern? Und wie ist vor allen Dingen die Technik? Also ist der Verbrauch an Reifen genauso hoch? Läuft das gleich wie bei einer 85er oder so? Also weißt du, wie ich meine? Kann man da Parallelen ziehen, dass es auch wirklich gleich ist? Das ist das Schöne mittlerweile. Also die Motorräder, die in Dänemark entwickelt werden, die haben im Prinzip genau das gleiche Speedway-Chassis, haben genau den gleichen Rahmen, haben genau die gleichen Voraussetzungen wie ein normales 85er-Bike. Nur hier wird dann halt anstatt des Motors die Batterie reingehangen. Das Schöne ist, man kann selbst den Kupplungsstart simulieren. Also die haben eine elektronische Kupplung und können damit selbst Starts trainieren. Ne? Und von der Drehzahl her, von den Newtonmetern her, hat man sogar noch den Vorteil, man kann mit den Kids eine bessere Analyse, eine Trainingsanalyse machen, weil man die kompletten Daten am Laptop auswerten kann und dem Kind sagen kann, guck mal hier, da warst du zum Beispiel nicht genug auf Drehzahl, da müssen wir nochmal nacharbeiten. Okay, wie ist denn das? Also wahrscheinlich ist es auch von Vorteil, da der technische Verschleiß gar nicht so hoch ist wie beim Verbrenner oder wie beim richtigen Verbrenner wahrscheinlich, ne? Deswegen ist es ja ein unglaublicher Vorteil, so ein Motorrad auch als Vereinsmotorrad anzuschaffen. Weil du halt einfach nicht die enormen Kosten hast. Du hast zwar klar die Anschaffungskosten, das ist richtig, aber du hast nicht mehr die laufenden Kosten, ständig einen Motor warten zu müssen, weil so ein Elektromotor natürlich fast wartungsfrei ist. Irgendwann ist die Batterie mal am Ende, dann tauschst du die halt aus, aber ansonsten muss sie geladen werden und fertig ist. Ja, also schöne Werbegeschichte auf jeden Fall, schöne Promo für E-Speedway. Aber ich glaube, es ist einfach also nicht die Zukunft des Sports, sondern vielleicht die Zukunft des Trainings der Jugend, ich weiß es nicht. Weil es ist einfach nicht, tatsächlich nicht zeitgemäß, du kriegst es einfach nicht hin, ne? Stell dir mal vor, du sollst drei Trainings fahren irgendwo mit knallernden Motoren, das kannst du heutzutage vergessen, glaube ich. Wenn du in der Stadt oder in der Nähe vom Dorf oder wenn du nicht mitten auf dem Acker wie Brokstedt oder so bist. Ja, oder, genau, das ist oder, das oder Güstrow neben der Taubstummenschule, ich meine, da ist auch egal, ne? Ja. Ja gut, ja. Ja, das ist halt tatsächlich so, glaube ich, ne? Aber ja, das sind vielleicht Sachen, die einen schwerfallen zu akzeptieren, aber wahrscheinlich müssen wir genau den Weg gehen. Ja, aber meinst du, wie die damals geguckt haben, als die erst mit dem Auto gefahren sind, ne? Die haben die auch für Teufelswerk gehalten und so ist das halt vielleicht jetzt mit dem E-Speedway, ne? Ja, also machen wir uns nichts vor. Es ist immer noch total geil, wenn man das Methanol riecht. Ja, logisch, das soll es auch bleiben. Das berühmte Kupplungsquietschen hörst, was ich wollte es gerade sagen, also. Oder einfach den Flair halt hast. Ne? Und das brauchen wir auch nach wie vor, um unseren Sport einfach so erlebnisreich zu machen. Keine Frage. Aber für ein Training sehe ich da absolut großes Potenzial. Das muss man parallel behandeln. Ja, Training ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, die Leute, also ich denke, wir haben jetzt verstanden, worum es geht. Oder die Leute mit Jugend und wo es hingehen soll. Und die Kooperation mit Tetro, ne? Das wird sich ausweiten, denke ich. Ne? Also ja, das wird eine geile Sache, hoffe ich. Was die Leute viel, viel mehr, also auch interessiert und mehr interessiert, wie ist denn jetzt der Stand der Dinge in Neubrandenburg? Wie sieht's aus? Wann? Was? Ja, erzähl einfach mal so frei weg. Ne? Also womit können wir rechnen? Viele Fragen. Wann geht's los?
Spatenstich, die Leute haben damals bei der Crowdfunding-Geschichte erzählt, hier Spatenstich gekauft und so. Ich glaube, das ist mega spannend gerade. Definitiv. Und also gehe ich voll mit ein, da erzählen wir gleich schön drüber. Und weißt du, was schön ist? Immer schön mit Zahlen belegen. Was hat man denn jetzt, obwohl ihr noch keine Bar habt, wir sehen das ja positiv, schon so an Geld auch alles ausgegeben und so. Also wenn wir auf sowas mal zu sprechen kommen, das wäre auch mal interessant. Ja, bitte. Genau. Da würde ich gleich bei Ebi einhaken. Puh, ne? Also das ist natürlich schwierig, hier mein Finanzplan und sicherlich auch nicht von meinem Schatzmeister abzusegnen. Also das ist, ja, das lassen wir einfach mal außen vor, würde ich sagen. Aber alles andere, da kann ich gerne mal einen kurzen Einblick geben. Stell dir mal vor, so mal ganz kurz eine Zahl. Also mal angenommen, wir hätten das Stadion schon gebaut, ne? Mhm. Und jetzt kommt einer und sagt von der FIM oder so und sagt, ihr dürft hier fahren. Was kostet das? Nur mal so, dass man also ich weiß ja, die Bahn braucht ja eine Abnahme plus Airfans. Genau, also ich weiß schon, was die Abnahme ungefähr kostet. Ich weiß aber auch, was eine funktionierende Airfans kostet. Plus was der also wenn das Stadion schon steht, da wo ihr es bauen wollt. Ich habe mir das tatsächlich über Google Maps schon mal angeschaut. Die Abnahme, ich denke mal, bei so einer Abnahme bist du schon bei 12.000 bis 13.000 Euro locker, bis da einer von der Firma sagt, hier könnt ihr mal was fahren. Ja, sag mal. Liege ich da richtig? Ja, was soll ich dazu sagen? Also, bis wir bei einer Bahnabnahme sind. der Weg dahin ist... Was das für Kosten sind, ne? Also ja, der Weg dahin ist ja schon. Das ist ja, naja, klar, ihr braucht einen richtigen Untergrund, da muss ein Banking rein. Also es geht ja im Prinzip los mit der kompletten Vorplanung, ne? Genau. Wir haben mittlerweile ein Planungsvolumen von über 25.000 Euro. Was nur die Planung betrifft. Und das ist tatsächlich nur das reine Planungsvolumen. Da ist ein Architekt mit drin, da ist ein Ingenieur mit drin, da ist ein Gutachten mit drin. Aber da haben wir noch nicht ein Spaten bewegt. Okay, was wurde denn bisher für das Geld so geplant? Also wurden da auch, sind da schon konkrete, sind da, ja, das ist ja eine berechtigte Frage. Ich habe noch kein Haus gebaut. Ich habe zwar einen Verein selber auch gegründet, und aber sowas nicht. Ich musste kein Haus bauen. Sind da denn schon konkrete Pläne mit zu, wie die Bahn aussieht? Gibt es da schon Zeichnungen und Blaupausen, wie zum Beispiel die Tribüne aussieht und der Versorgungstrakt oder sowas? Also all das gibt es natürlich. Wir haben für das komplette Gelände einen Erschließungsplan. Wir haben unsere Vision natürlich auch einmal grafisch aufbereitet, wie das Ganze vonstatten gehen soll. All das brauchen wir natürlich auch, um unsere Vision bei Sponsoren und bei Förderern an den Mann bringen zu können. Ganz klar, sonst mit Luftblasen lässt sich nichts verdienen. Nee, das stimmt. Aber alles in allem sieht es so aus. Wir haben den Aufstellungsbeschluss letztes Jahr im Sommer bekommen von der Gemeindevertretung. Daraufhin haben wir dann unsere nächsten Schritte eingeleitet. Also der Bauantrag ist gestellt. Wir haben dann mit dem Planer zusammen die notwendigen Unterlagen erstellt. Wir sind dann auch in den Landtag nach Schwerin auf Einladung der CDU und durften hier das Projekt nochmal komplett vorstellen und sind momentan dabei, mit der Gemeinde die weiteren Schritte zu besprechen. Hier ist es so, dass wir natürlich einmal aufgrund der Naturschutz- und Lärmschutzauflagen beziehungsweise der Befürchtung nochmal ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten müssen, was sich momentan relativ schwierig gestaltet in den letzten Monaten, einfach weil aufgrund von Corona keine richtigen Sitzungen stattfinden können. Das wirft uns seit unserer Gründung immer wieder zurück. Also wenn ich daran denke, ein Verein ohne Corona, dann, ich will gar nicht wissen, wo wir dann schon wären, weil wir einfach trotzdem unglaublich motiviert sind und so enthusiastisch sind, das Projekt durchzuziehen und Da macht es das natürlich nicht einfacher, aber alles in allem sind wir halt gerade dabei, mit der Gemeinde dann versucht, einen vernünftigen Konsens zu finden. Gibt es einen schlechten Konsens? Ja, ich sag mal, es ist nicht immer einfach, ne? Alle Leute unter einen Hut zu kriegen und alle Belange unter einen Hut zu kriegen. Und da hilft es, drüber zu sprechen, transparent zu sein und zu gucken, wo können wir Kompromisse machen. Mhm. Aber merkt ihr, Jan ist mittlerweile echt schon so ein rhetorisches Ass geworden, ne? Ist er. Wir haben 10 Fragen gestellt, ne? Und er hat einfach eine halbe Stunde drum herum geredet. Jan, wann ist das erste Rennen in Neubrandenburg?
Und dazu muss ich meine Frage gleich anschließen. Danke, wollte ich stellen. Und ich habe mir gerade noch nebenbei aufgestellt, was machst du, wenn das erste Rennen tatsächlich gelaufen ist auf der Bahn? Wenn der letzte Hieb durch ist? Wahrscheinlich heulen. Das machst du schon, wenn das Startband das erste Mal hochgeht, glaub mir. Ja, also ich weiß nicht, ob ich dann tatsächlich noch meine Emotionen im Zaum halten kann, das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wenn das tatsächlich dann auch erstmal alles vorbei ist, Geschichte ist, dann schnappe ich mir ein Bier und setze mich in den Innenring und lass mich da einfach mal wirklich komplett ankommen und wieder. Kannst du uns vielleicht mal mit auf eine bildliche Reise nehmen und vielleicht mal so kurz mit uns durch das noch nicht gebaute Stadion schweifen und erklären, was bis jetzt die Planer alles so aufgemalt haben? Naja, wir haben ja geplant, das Gelände sind circa 5,8 Hektar, mit dem wir hier arbeiten können. Das hat eine natürliche Kessellage aufgrund dessen, dass es mal ein Kiestagebau war. Genau deswegen haben wir schon den Vorteil, dass wir ein Stück weit, ich sag mal, eine kleine Ovalform haben. Hier wollen wir diese Ovalform aufnehmen und eine 325 Meter Bahn bauen. Wir haben im Eingangsbereich eine Art Freifläche, wo wir variabel auch eine Fanmeile bauen können. Wir haben dann ein paar Kassenhäuschen natürlich im Eingangsbereich, die wahrscheinlich Container darstellen werden, um das kostengünstig zu realisieren. Im komplett hinteren Bereich haben wir ein Fahrerlager, was erhöht sein wird. Dieses erhöhte Fahrerlager hat natürlich den Vorteil, wir bieten den Zuschauern auch ein Stück weit einen Blick rein in das Fahrerlager. Das Fahrerlager an sich ist aber so groß gestaltet, dass wir hier auch eine Art Laufschlauch durchplanen. Das kennt man vielleicht aus dem Motocross oder aus dem Enduro-Bereich, aus dem Fahrerlager. Wir wollen den Zuschauer direkt nah an die Kulissen bringen, auch hinter die Kulissen bringen, aber so, dass kein Speedway-Fahrer gestört wird. Also nicht, wie man das aus einem normalen Speedway-Stadion kennt, man öffnet mal das Fahrerlager eine Stunde vorher und dann ist wieder dicht, sondern die Leute haben permanent die Möglichkeit, eine Art Laufschlauch zu nutzen und dann durchzulaufen, ohne dass sich irgendwer gestört fühlt. Und wir haben natürlich den Vorteil, dadurch, dass wir überhöht sind, kann man sich das so wie in Pardubice vorstellen, dass man runter ins Stadion reinrollt. Hm. War schon mal besser für die Mechanik. Für Schiefschieber immer gut. Ne? Ja. Das ist schon sehr, 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 sehr konkret, wenn man überlegt, dass ihr ja quasi noch keinen Stein gesetzt habt, wenn ich das jetzt mal ohne das negativ zu meinen, ja, auch schon sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen hat. Wie geht man denn mit Rückschlägen um, wie zum Beispiel gerade Corona oder wenn man zum Beispiel mal Gegenwind aus der eigenen Stadt, ich weiß ja nicht, ob es das gab oder von der Gemeinde vielleicht kriegt, wie weit wirft einen sowas denn zurück? Gar nicht. Kann es nicht, weil dazu ist das Projekt einfach viel zu umfangreich, viel zu groß. Klar gibt es auch mal einen schlechten Tag, aber alles in allem sind hier so viele Emotionen drin und auch die Nachfrage, das sieht man ja wieder an unserem Post, auf unserem Facebook-Post mit dem Schnuppertraining. Die Nachfrage ist einfach so unglaublich groß, dass das motiviert und das schiebt einfach nur nach vorne. Genau, man kriegt auch die Emotionen mit in der Stadt, ne? Also genau das haben wir ja gesagt damals, also noch kennen die Leute Speedway und jeder, dem du davon erzählst, ne, der sagt dann, ja Mensch, damals habe ich auch auf dem Balkon gestanden, ich habe es gehört, dann sind wir zum, also jeder kann dir irgendeine Geschichte zum Speedway in Neubrandenburg erzählen, ne? Zumindest die über 30-Jährigen, sage ich mal. Ne? Also, die anderen kennen es leider nicht mehr, aber und das wollen wir wieder gewinnen. Wir wollen Vereinsleben, wir wollen den Kindern was bieten, wir wollen, ja, ne, das Rad nicht neu erfinden, aber schon ein bisschen, ja, sorry Jan, ich schweife gerade ab. Emotionen mit reinpacken und. Naja, Emotionen und Geschichte. Du sagst ja, viele Leute kennt das noch. Und wenn ich an Brandenburg denke, kommt mir tatsächlich ein Spruch in den Kopf. Ne? It's Hammer Time. Mhm. Wie sehr zählt denn die alte Geschichte? Wie sehr zählt denn die alte Geschichte jetzt in eure mit rein? Das ist unsere tragende Säule, ganz klar. Also wir wollen die Tradition A aufrechterhalten, genau deswegen machen wir das ja hier, aber B natürlich auch den Sport in Neubrandenburg ins 21. Jahrhundert führen. Und
wir können das nicht, wenn wir keine Tradition haben. Und da zähle ich genau solche Local Heroes dazu, wie es Herbert Musil, Mike Ott, Bernhard Nikolas und auch die alten Jungs. Ja, meinetwegen auch der Tom und aber auch die alten Jungs, ne, die Kreinbrink, Bubi Fritz, Kapuschinski, das sind alles die alte Garde, von denen ja Herbert und Mike auch gelernt haben und da genau da an den Erfolg halt angeknüpft haben und das gemacht haben, wo wir heute sind. Ganz wichtig. Ja, Mike Ott. Gutes Thema. Ja, sonst mach du weiter. Nee, alles gut, mach. Ich wäre wieder gesprungen. Ich hätte Thema wieder gewechselt. Ja, dann wechsel mal. Komm, wechsel mal. Ich lasse den Wechsel mal zu. Oh, danke, danke, danke. Mike Ott, da war ja eine Geschichte im letzten Jahr. Du hast es ja tatsächlich geschafft, den MSC, also das war ja auch quasi kein Alleingang, aber doch, nee, Alleingang nicht, aber du hast es geschafft, den MSC wieder auf die internationale Bühne zu bringen, ihn wirklich an den Start zu bringen. Und hast da ja eine Sache gestartet. Ich glaube, das ist auch dein Baby, die German Speedway Masters. Erzähl mal, wie kam es dazu? Also, was ist das für eine Geschichte? Wie geht's weiter? Wie weit sind die Planungen? Oder Mike Ott, Neubrandenburg, erstmal so vielleicht. Es sind ja eigentlich zwei paar verschiedene Schuhe. Also klar, Mike gehört zu Neubrandenburg und Mike war letztes Jahr unser Teammanager der GSM für den Verein in Neubrandenburg. Aber alles in allem sind es zwei verschiedene Paar Schuhe. Die GSM ist oder halt ausgesprochen German Speedway Masters richtig sind auch ist auch ein Konzept, was in meinem Kopf verstanden ist. Das ist richtig, eigentlich eher aus einer Not heraus. Denn ich habe mir überlegt, was macht es hier überhaupt für einen Sinn, einen Verein aufzubauen, ein Stadion aufzubauen und dann aber keine funktionierende Liga, keine funktionierende Serie mehr haben, wo wir in 5, 6, 7 Jahren dann auch tatsächlich antreten können. Ich will nicht weiter überlegen, wo die einzelnen Ligen hingehen können. Das vermag ich nicht, darüber nachzudenken. Das liegt auch nicht in meiner Macht. Aber ich habe einfach das Gefühl gehabt von Anfang an, dass wir hier ein bisschen mehr Push brauchen und dass der deutsche Speedway-Sport auch ein bisschen mehr wieder in die Breite kommen muss. Dazu gehört in meinen Augen einfach auch eine enorm gute Vermarktung. Und darin hapert es, finde ich, momentan auch komplett im Sport, weil ich nun mal aus der Branche auch komme und im Marketing auch zu Hause bin, habe ich mich hingesetzt und habe dieses Konzept entwickelt und habe überlegt, wie kann man das attraktiv gestalten. Und ja, dann hat sich das zu den German Speedway Masters entwickelt. Und ich bin froh, dass ich hier mit Tobi vor allen Dingen auch, also den Tobi Kroner, jemanden an der Seite habe, der unglaublich viel Erfahrung im Sport auch hat, international vor allen Dingen auch. Und wir zusammen dann das Konzept so umsetzen können. Also ich bin immer so ein bisschen hin und her geschoben, da ich tatsächlich für mich selber persönlich, ist meine persönliche Meinung, ja, keine Wertung, nicht weiß, wo ich die GSM einordnen soll. Also was möchte die GSM sein? Was sie ist, habe ich halbwegs wahrnehmen können auf den Videos aus Dorn das erste Mal. War leider selber noch nicht da. Aber ordne die GSM für mich mal ein. Was möchte sie eine Liga sein? Möchte sie eine Rennserie sein? Möchte sie vielleicht auch irgendwas ablösen, was gerade im Speedway-Sport nicht funktioniert? Wie zum Beispiel die Speedway-Bundesliga. Ja, da muss man ja mittlerweile sich schon wirklich schämen für die, was sie, also ist meine Meinung, das, ne, möchte ich mal sagen, was die da machen. Bis jetzt sind noch keine Termine draußen. Ist es vielleicht Ziel, auch da so ein bisschen in die Lücke reinzuspringen? Also, als ich das Konzept geschrieben habe, war das so noch nicht absehbar, dass das tatsächlich 2021, 2022 so schlecht laufen wird für die Speedway-Bundesliga. Ich bin da auch sehr traurig drüber, denn ich definitiv bin der Meinung, der Sport braucht ein deutsches Prädikat. Das ist ganz, ganz wichtig. Und da sehe ich eigentlich auch nicht die German Speedway Masters. Die German Speedway Masters sollen eine offene Serie sein. Das war von Anfang an so gedacht auch, und auch immer klar kommuniziert. Allen gegenüber und wir wollen halt einfach mit den German Speedway Masters ähnlich wie auch
die ADAC Masters oder sonst was einfach eine offene Serie sein und einfach eine zusätzliche Startmöglichkeit bieten für unsere deutschen Fahrer, für unsere deutschen Nachwuchsfahrer vor allen Dingen. Und das Ganze dann natürlich entsprechend vermarkten, sodass hier auch Möglichkeiten eines Sponsorings verbessert werden. Bitte, Ibi. Ja, es ist schwierig, das einzuordnen, aber das ist das ganze Speedway-Leben in Deutschland gerade schwer einzuordnen. Ne? Also, ja, tatsächlich, ja. Es ist jedes naja, also, Jahr ist irgendwas anders. Und. Ja, ich meine das, ja, ich mein das ja nicht negativ. Für mich ist es... Nee, alles gut. Ich möchte das mal begründen, warum ich es tatsächlich für mich persönlich schwer einordnen kann. Ich sehe halt also eine Menge effektive Arbeit, das heißt Online-Werbung. Ich mache Instagram auf und sehe einmal am Tag hundertprozentig irgendetwas von der GSM. Sei es gerade die Serie die mit Max Dilger, die ihr gedreht habt, also ich sage jetzt mal ihr, weil du bist ja auch irgendwie involviert, die ich tatsächlich wirklich gut finde und ich gucke mir sowas selten an. Ja, also wahrscheinlich auch, weil Max Dilger ein cooler Typ ist, so, ne? Den hätte ich ja auch noch mal gerne als Gast. Falls du das hörst, bewerb dich doch mal bitte, danke. Und ich sehe ja einfach eine Menge Manpower. Wenn wir zum Beispiel abends vor der Sendung noch mal zusammensitzen, bist du immer, Ebi, in irgendeinem Meeting für die GSM und musst mal schnell hier und Jan ist da. Ich sehe hier unheimlich viel Manpower und viel Manpower und das, was ich in Dorn gesehen habe, ist auch viel Geld, meiner Meinung nach. Ja, und das ist einfach eine Sache, wo ich denke, warum macht man das für eine Rennserie, die eigentlich in meinem Auge eine Stufe mehr als die Speedway-Bundesliga oder sogar die neue Bundesliga sein könnte. Denn komischerweise klappt es bei euch, bei der GSM ja, aber in der Bundesliga nicht, wo wir wieder beim aktuellen Thema sind. Und da fragt man sich einfach, ja, das ist aber eine Frage, die ich mir stelle, Ebi, da fragt man sich einfach, warum sind da einfach bei der GSM so fähige Leute und warum kriegt man auf Bundesebene nicht geschissen, eine deutsche Bundesliga zu fahren? Weißt du? Und deswegen kann ich das total schlecht einordnen. Vielleicht gehen wir einfach mit einer anderen Intention an die ganzen Geschichte ran. Wir haben einfach von vornherein den Fokus darauf, den Sport vernünftig zu vermarkten. Also es geht am Ende um den Sport. Das ist uns wichtig. Wir wollen in die breite Masse. Und wir wollen so vermarkten, dass wir wirklich auch bei einem Zuschauer ankommen, der den Speedway-Sport an sich vielleicht nur über seinen Nachbarn oder über die Oma dritten Grades kennt. Hier ist wirklich das Ziel, einfach neues Publikum gewinnen und vor allen Dingen jünger werden im Publikum. Denn das ist ein ganz, ganz großes Thema im deutschen Speedway-Sport. Ja. Wir haben wahrscheinlich ein Durchschnittsalter momentan an den deutschen Bahnen. Das liegt irgendwie um die 50, 55 Jahre. Ungefähr 48. Bist du sicher? Also das ist so das, was wir tatsächlich, das ist jetzt nicht eine dahergesagte Zahl. Ich mache einmal in der Woche, gucke ich unsere Zuhörerzahlen an und da wird mir genau das Alter aufgespielt und unser Durchschnittsalter bei den Hörern ist 48. Und an der Bahn ist es dann noch älter. Also höchstwahrscheinlich. Das sind ja dann genau ja, die Leute, die auch noch einen Podcast hören. Ja. Wenn wir dann überlegen, wer dann noch zur Bahn geht, seinen Klappstuhl da aufstellt und sagt, so, ich stehe jetzt hier in 2 Stunden wieder auf, weil ich komme eh nicht mehr hoch, dann sind das nämlich genau die älteren Leute, die wir, also klar brauchen wir die, keine Frage. Und ich bin auch glücklich, dass wir die haben. Aber ja. Denken wir einfach mal 10, 20 Jahre weiter. Ja, du wirst nicht alle halten können. Ne? Du wirst Leute verärgern, aber ja, also wenn ich das richtig verstehe, geht es darum, den Speedway-Sport zu fördern, oder? Habe ich richtig verstanden? So war auch meine, weil ich war ja ein großer Kritiker am Anfang, kann ich mich erinnern. Also ich was, vom MSC Feed echt jetzt? Nee, von der GSM. Achso, so wie ich ein Kritiker war, meinst du? Ja, also ganz klar, ne? Weil ich gesagt habe, Fokus ist Neubrandenburg, Fokus ist Stadion, alles andere ist mir total Wumpe. Und da musst du mich auch eines Besseren belehren lassen, weil was nützt dir ein Stadion, was nützt dir alles, wenn der Sport kaputt geht, ne? Wenn du keine Zuschauer mehr hast, also musst du was für den Sport tun, also es ist ja nicht... Also Jan und die GSM verdienen da mit Sicherheit kein Geld, auch wenn du da viel Geld gesehen hast. Ne? Ja, selbst wenn es so wäre. Ja, aber selbst wenn es so wäre, hat man bei der GSM dafür auch jede Menge Arbeit geleistet, genauso wie in Brandenburg. Ja, das ist nämlich auch wieder dieses... Haben wir alle noch 3,50 Mark draufgelegt, das kann ich dir auch versprechen. Ja. Und es geht um den Sport, also auch das. Ja, aber in 10 Jahren mal... Ja, alles gut. Entschuldige. Das ist, wie Jan das aber gerade ganz einfach beschrieben hat, also doof jetzt über dich zu sprechen, wenn du zuhörst, aber wir wollen den Sport fördern, wir wollen einfach da sein und geil sein, um es mal klein zu halten.
Und das kriegt man nicht hin, um eine Bundesliga zu machen, obwohl fähige Leute mit einfachen, guten Mitteln, so wie ihr das macht, das hinkriegen. Also merken wir gerade wieder, dass in Deutschland ziemlich, ziemlich was falsch läuft. Zumindest auf einigen sportlichen Ebenen. Ja. Ja. Aber Hoffnung, mal ist es nicht verloren. Also da. Nein, das möchte ich nicht sagen. Aber man hat einfach ein Paradebeispiel bei euch, auch wenn ich immer noch nicht einzuordnen weiß, wie einfach es geht. Also wie einfach es geht, wenn man will, dass es geht. So möchte ich sagen. Ja, aber du siehst ja, der Teamcup funktioniert ja auch komischerweise, ne? Zwar, also der funktioniert, weißt du, ja quasi prächtig, ne? Ja, und ich weiß, was das Komische in meinem Kopf, nehme ich den Teamcup mittlerweile für mich als Bundesliga wahr. Sei es drum, es soll um Neubrandenburg gehen, also jetzt rede ich mich schon wieder um Kopf und Kragen, verdamm ich nochmal. Jan, du hast vorhin einen schönen Satz gesagt, da wollte ich eigentlich noch ein bisschen einhaken. Man lebt von der Nähe im Sport, sagtest du gerade, wegen eurer Boxengasse, also ich sag jetzt mal Boxengasse dazu, oder Fahrerlager in Neubrandenburg. Was erkennst du dann für dich selber noch als Vorsitzender in Neubrandenburg? Was man jetzt so braucht für den Speedway-Sport, um ihn neu anzusiedeln. Also was hast du in die Hand genommen, um jetzt zum Beispiel mal zum Bürgermeister, zu Herrn Witt zu gehen und zu sagen, ey, ich hab da was. Was war deine Argumentation zu dieser Zeit, in der wir leben? Umweltschutz wird groß geschrieben, Lärmschutz wird groß geschrieben. Ne? Wie kriegt man die Leute jetzt dazu hin, zu sagen, ey, komm, dann bau hier doch mal eine Speedway-Bahn. Also na klar, mein erstes Argument war immer die Tradition, die wir haben, die wir fortführen können und fortführen wollen und müssen, das ist klar. Wir waren ja zu DDR-Zeiten und auch Anfang der 90er unglaublich erfolgreich. Das sind einfach Erfolge, auf die man aufbauen muss und die kann man dann auch dementsprechend verkaufen und vermarkten. Aber alles in allem hat man natürlich auch die Chance, wenn man jetzt so ein Verein komplett neu aufbaut und neu strukturiert, das Ganze gleich mit modernen Strukturen zu machen. Und da sehe ich zum Beispiel immer wieder auch einen Mehrwert drin, dass man nicht ein reines Speedway-Stadion baut, weil es einfach nicht umsetzbar ist, nicht finanziell darstellbar ist, sondern hier muss man eine Art Multifunktionsarena bauen. Man muss die entsprechenden Vereine, die genau so auch angesiedelt sind, muss man mit abholen, das als Trainingsstätte multifunktional zur Verfügung stellen, meinetwegen auch der Jugendfeuerwehr gerne als Trainingsstätte zur Verfügung stellen, für Oldtimer-Ausstellungen, Open-Air-Kino, meinetwegen auch mal einen Sporttag in der Gemeinde. Also da gibt es ja verschiedene Varianten, um das Konzept wirklich am Leben zu halten. Und da müssen wir halt einfach mal wirklich auch ein bisschen umdenken und gucken, machen wir uns nichts vor, so ein Speedway-Sport können wir nicht 7 Tage die Woche durchführen. Wir brauchen aber eine maximale Auslastung eines Stadions. Also wie kriegen wir das hin? Seid ihr da vorher tatsächlich auch schon ins Gespräch gekommen mit anderen Vereinen, außer Speedway-Vereinen wie die Feuerwehr und sowas? Ja klar, also ich habe es der Feuerwehr bei uns in der Gemeinde von Anfang an auch angeboten, das als Trainingsstätte zu nutzen, als Wettkampfstätte zu nutzen und das ist tatsächlich auch auf offene Ohren gestoßen, ja. Genau, wir haben noch eine Sektion aufgenommen, kann ich mich erinnern, ne? Ja, ist natürlich auch ein spannender Part. Ich glaube, so ein Verein lebt auch von der Vielzahl. Und wir haben die Möglichkeit, jetzt mit ein paar Trial-Jungs hier aus der Region zusammenzuarbeiten. Und wir wollen aufgrund dessen, dass unser Areal einfach groß genug ist, auch einen kleinen Trial-Parcours mit einbauen. Natürlich nicht innerhalb des Stadions, aber das Gelände ist groß genug. Und da können wir natürlich dann auch die ein oder andere Veranstaltung so stattfinden lassen, dass auch die Jungs das Stadion mit einbeziehen können. Entschuldigung. Nee, alles gut. Du wolltest eine Frage stellen, habe ich gesehen. Ja, Trail finde ich übrigens geil. Habe ich noch nie live gesehen. Würde ich tatsächlich mal auch mir gerne mal angucken. Habe ich letztes Mal im Fernsehen. Das ist auch das, wo sie mit dem Hinterrad von Baum zu Baum hüpfen, ne? Ganz genau. Das ist geil. Das würde ich gerne mal sehen. Ich habe noch eine Frage, wenn wir mal in die Geschichte zurückgehen. Ich bin zwar kein Neubrandenburger, aber habe, wie vorhin schon erwähnt, tatsächlich 10 Jahre dort verbracht. Und bin tatsächlich unbewusst mal dem Stadion auf Spur gewiesen, denn tatsächlich ist ja von dem alten Stadion in Neubrandenburg noch vor ein paar Jahren etwas mehr zu sehen gewesen als jetzt. Das ist ja vorne, ich weiß jetzt nicht, wie die Straße heißt, es ist die Neostreditzer Straße, ist es nicht? Der Mina Straße. Ist ja an so einem Parkplatz noch die alte Kurve zu sehen, ja? Oder war die alte Kurve?
Kurve zu sehen. Der ist jetzt übrigens auch weg. Der ist jetzt auch weg. Oh ja, ich war schon lange nicht mehr in Brandenburg. Jetzt, mal. Jetzt ist ein Parkhaus. 4 Geschosse oder 5. Ach du Scheiße. Naja. Warum wurde das alte Stadion dann überhaupt abgerissen? Denn ich bin der Meinung, vor kurzem zufällig gelesen zu haben in irgendeiner Spätwerner Brandenburg-Gruppe, dass dieses sogar unter Denkmalschutz stand. Bin ich da richtig informiert? Nee. Nein, auf keinen Fall. Dann war das in Rostock. Wir haben damals das Problem gehabt, das Speedway-Stadion an sich war ja aus Mitte der 50er Jahre. Es war übrigens auch damals schon eine multifunktional genutzte Arena. Also es wurde Fußball da drin gespielt, es wurde tatsächlich auch Handball auf Großfeld da drin gespielt. Es waren verschiedene Spartakiaden da drin. Also es ist, auch das Konzept ist, habe ich nicht neu erfunden. Autorodeo, Udo Lindenberg. Genau, genau. Autorodeo. Das Ganze wurde viel genutzt, aber das große Problem war, die große Tribüne war komplett aus Holz und war auch seit Mitte der 50er Jahren entsprechend in die Jahre gekommen. Dann gab es direkt, ich glaube, zur Wendezeit oder kurz nach der Wende gar keine Zulassung mehr, die Leute auf die Tribüne zu lassen, und man hätte wirklich viel Geld seitens der Stadt in die Hand nehmen müssen, um das Stadion wieder auf Vordermann zu bringen. Das Geld war zu dem Zeitpunkt so im Haushalt nicht da, klar, kurz nach der Wende. Aber es war immer ja schon mit dem Sport eigentlich von Anfang an angedacht, in der Stadt zu bleiben. Aber als dann auf einmal ein Investor kam und sagte, Moment mal, das Gelände, das hat doch Potenzial, direkt hier angrenzend an der Innenstadt, war der Traum dann auch schnell vorbei. Und dann gab es zwar noch auch einen tatsächlichen Stadtvertreterbeschluss über ein neues Stadion und das Versprechen dazu, aber dazu ist es dann nie gekommen, weil die entsprechenden Haushaltsmittel natürlich nicht mehr da waren. Also ja, gibt es nichts hinzuzufügen, nach der Wende garantiert nicht das Geld da. Ne, ich habe gerade, ich habe so einen kleinen DDR-Geschichte-Kanal auf YouTube und habe da mal irgendeine Dokumentation von der Brandenburg hochgeladen und habe tatsächlich mal gesehen, wie es so 88, 89 in Neubrandenburg ausgesehen hat. Und ich glaube, du hättest machen können, was du willst. Wäre, glaube ich, keine Chance gewesen. Und auch mit der Situation, wo das Stadion stand, glaube ich, heutzutage nicht mehr haltbar. Ja? Ja, absolut. Stell dir mal das vor, eine Staubwolke auf dem Ring. Ne? Also. Ja. Also was ich vielleicht noch dazu aber lobend erwähnen muss, ist einfach, auch wenn da jetzt ein Parkhaus gerade gebaut wird, Bauträger ist hier übrigens auch eine städtische Gesellschaft, muss ich aber auch lobend erwähnen, diese städtische Gesellschaft ist von allein auf mich zugekommen und hat gefragt, ob sie nicht eine Gedenktafel ans Parkhaus anbringen dürfen und ob wir hierzu Bild- und Textmaterial zuarbeiten können. Und das habe ich natürlich auch getan. Da muss ich mal einwerfen, wir waren betrunken im Nest, ne? Und da habe ich einen von dieser Stadtwirtschaft getroffen und habe ihm das mal erzählt. Ja, echt jetzt? Geile Idee, sagt er. Geil. Ja, passiert das denn? Illegales Pokerturnier, da habe ich mich angeschoben. Aber toll, ja. Ich habe es nämlich aus den Augen verloren. Super, ja. Ach Mensch, Emi, du hättest jetzt auch unsere Stadt mal schön loben können. Nein, ich lobe sie immer. Ne? Also ich kann ja auch schneiden, also so ist nicht. Aber Silvio hört uns übrigens. Silvio hört ja, uns. Genau, ja, genau deswegen, ja. Ja, aber ich habe einen gut bei ihm, er hat meine Eltern ein halbes Jahr vergessen, von daher. Grüße an Silvio Witt übrigens, schön, dass er zuhört, und ich glaube, der euch auch großartig unterstützt auf der politischen Seite, oder? Ja, also gerade erst letzte Woche, als wir wieder mit der Gemeinde zusammengesessen haben, hat er auch hier nochmal seine Unterstützung angeboten und die auch in die Gemeinde reingetragen. Ist definitiv ein wichtiger Part des Ganzen. Schön. Ebi, du noch? Ja, also ich habe noch zwei Sachen, bevor wir zu Hintergrund Katja kommen. Katja, bist du noch da? Sag mal nochmal ja. Moin. Nee, sag doch mal ja. Moin. Sag doch mal so richtig moin, als wenn die Mikrofone noch zu wären. Als wenn Selina das sagt. Ja, genau. Moin. Ja, oh. Ja, Ebi, komm, fahr vor. Ich habe zwei, drei kurze Fragen. Jan, warst du jemals in der Fischgaststätte Essen in der alten Tribüne? Essen nie, aber wir haben uns da natürlich regelmäßig nach den Rennen getroffen. Ich muss auch dazu sagen, ich war ja damals, weiß nicht, 3, 4, 5 Jahre und mein Vater war der damalige Finanzminister des Vereins.
Genau deswegen bin ich ja zu dem ganzen Sport auch gekommen. Und wir haben uns regelmäßig nach den Rennen dort getroffen und ich kann mich daran erinnern, man konnte dort die Luft schneiden. Es war absolut grausam. Ich habe da nur eine Geschichte zu. Ich war da nie essen. Wir waren ja alles Kinder, ne? Also zu der damaligen Speedway-Zeit. Ich weiß, glaube ich, wir hatten da, ich glaube, die Geschichten sind verjährt, kann ich jetzt ruhig erzählen. Wir haben da immer unter, es gab doch keinen Fisch oder Aal oder so zu DDR-Zeiten, weißt du? Und die hatten den da immer und wir haben dann immer so heimlich irgendwie so einen halben Eimer Aal gekriegt für teuer Westgeld. Ne? So, da konnten wir uns da abholen und da gab es zu Hause halt irgendwie gebratenen Aal oder sauer gekocht. Den haben wir aus dieser Fischgaststätte bezogen. Heimlich und illegal. Hat Oma immer sich drum gekümmert. Ne? Ich war Flaschen sammeln nach dem Rennen und Oma hat sich um Aal gekümmert. Ne? Geil. Du, das sind so Geschichten, deswegen müssen wir wieder raus auf die Bahn, um sowas mitzubekommen. Unbedingt, ne? Unbedingt, es wird zur Zeit. Und dann lasse ich Jan nicht gehen. Nochmal ganz kurz German Speedway Masters. Nachdem wir ja letztes Jahr großartig den Platz 3 geholt haben, nehmen wir wieder teil. Mit wem? Wann geht's los? Und werden wir German Speedway Master? Ja, viele Fragen für, weiß nicht, wahrscheinlich wenig Zeit, aber alles in allem. 60 Sekunden. Nee. Lass okay, dann machen wir hier einfach mal den Release. Also auch Neubrandenburg wird sich dieses Jahr wieder an den German Speedway Masters beteiligen. Das steht fest. In welchem Umfang möchte ich natürlich nicht vorgreifen, denn dafür haben wir ja eine extra Marketingabteilung bei den GSM und die wären arbeitslos. Das kann ich nicht machen. Und genau deswegen sage ich gerne, ja, Neubrandenburg ist dabei, aber wann, wo und wie, das wird kommen. Mit Václav Milik und Michi Hertel. Hui, hast du zufällig einen Sponsor für uns gefunden oder was? Ja, letztes Jahr ging es doch auch. Ne, Startbahn soll groß sein, so ein Podcast, die viel Geld haben. Dick Money, super. Money. Oder ich habe gesehen bei der Jugend, ne, da war Webasto mit Halbau Lang, du darfst sie gerne nochmal erwähnen. Ne? Also ohne Sponsoren geht das auch übrigens nicht. Ne? Ja, natürlich. Geil. Also bei dem Jugendprojekt freue ich mich sogar, dass wir zwei solche renommierten Unternehmen hier aus der Region dafür gewinnen konnten. Und besonders Webasto ist natürlich auch ein traditionsreicher Betrieb hier, hat damals schon viel im Sport gemacht und findet deswegen auch es wieder gut, dass wir an die Jugend herantreten. Webasto war Standheizung, ne? Ganz genau. Genau, machen sie heute noch, ne? Ja, Jugend ist auch ein gutes Stichwort, ne? Also dann lass uns mal zur jüngsten, hübschesten Frau in unserer Runde kommen. Gut, sie ist die Einzige, ne? Aber sie ist toll. Katja! Danke. Ja, das war moin nochmal an alle. Hammer, oder? Ich finde mich klasse. Ne? Hoffentlich hören manche Leute nicht den Podcast, sonst kriege ich gleich wieder ein paar gebackt. Savannah. Psst, nicht liegen. Ja, hallo, moin Jan, auch nochmal von mir. Schön, dass du da bist. Ich mache ja ganz gerne immer nochmal so ein paar Entweder-Oder-Fragen. Kannst auch ganz sorglos an die Sache rangehen. Ist ganz entspannt. Du kannst, wie du magst, antworten, entweder ausführlich oder einfach kurz und knackig. Hast du Lust? Los, hau rein, ich bin gespannt. Okay. Wir machen auch einen sanften Einstieg, damit du erstmal locker flockig reinkommst. Erste Frage. Lübeck oder Neubrandenburg? Du hast ja eben schon so ein bisschen privat erzählt. Ich liebe das Meer. Keine Frage. Wir, glaube ich, liebe alle. Die Ostsee. Aber die Heimat ist in Neubrandenburg, ganz klar. Okay. Hört sich gut an. Zweite Frage, deine Freizeit. Du bist ja offensichtlich sehr, sehr eingespannt. Wie verbringst du deine Freizeit lieber doch mit deiner Familie? Du hast vorhin von deinen zwei Söhnen erzählt. Oder ist deine Freizeit tatsächlich total ausgebucht mit deiner ganzen Organisation und ja, im Prinzip ja auch mit deiner Leidenschaft? Ehrlich gesagt habe ich momentan keine Freizeit. Das muss ich so gestehen. Also ich schaff's gerade so am Tag irgendwie ein paar Stunden Familienzeit einzurichten und das ist mir auch ganz wichtig. In der Regel versuche ich es immer zum Abendbrot zu Hause zu sein, egal ob ich dann danach nochmal wieder los muss, um Online-Meetings zu halten oder sonst was, aber da liegt die Prio drauf und ansonsten konzentriere ich mich auf die Projekte.
Okay, sind wir dann heute Abend. Und was man vielleicht noch sagen muss, ich habe natürlich auch Haus und Hof, der will bewirtschaftet werden. Also ich entspanne mich dann auch gerne mal vorm Rasenmäher. Ah ja, sehr gut. Sind wir dann heute Abend schuld, dass du die Kleinen nicht mehr gesehen hast? Oder gab es da trotzdem noch eine Möglichkeit? Nein, nein, alles gut. Ich war zwischendurch schon einmal zu Hause und habe natürlich auch mit den Jungs einmal kurz ein bisschen umhergetobt und bin dann wieder los. Okay, perfekt. Sehr gut. Dritte und letzte Frage. Wenn du dich entscheiden müsstest, wofür wäre es dann? E-Speedway oder doch eher in den dicken Anführungsstrichen normales Speedway? Ich brauche Methanol in der Nase, ganz klar. Also da geht nichts drüber. Super. Sehr schön. Ja, das war's schon. Ich danke dir. Nee, da fehlt noch die Standardfrage. Katja, die Standardfrage fehlt. So ist es. Ja, okay. Nutella mit oder ohne Butter? Hau mal raus. Ich esse keine Nutella. Ja, endlich sagt das mal einer. Lieber schön, bist du eher der Wurst- oder der Käsetyp? Geht nichts über ein Stückchen Fleisch. Micha ist eher der Veggie-Typ. Ey, du respektierst jetzt die Veggie-Wurst. Ich werde vom 1. bis zum 31. März tatsächlich komplett fleischfrei bleiben, habe ich beschlossen. Ich respektiere, was ich will. Habe ich im Januar übrigens auch gemacht. Ja. Hat mir aber null gut getan. Ja, du wiegst aber auch nicht 30 Kilo zu viel, so wie ich. Ja. Oder wolltest du jetzt damit sagen, dass es 40 sind bei mir? Okay, er sagt gar nichts. Ich enthalte mich meiner Stimme. Also ich bin raus. Okay, verstehe schon. Ich muss mal sagen, erstmal Jan, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Es war wirklich sehr, sehr aufschlussreich. Tatsächlich hast du bei mir so ein bisschen im Kopf so ein bisschen Kino gemacht, wie so eine Bahn aussehen kann und auch gerade mit dem Fahrerlager, wie das aussehen könnte. Und ich freue mich tatsächlich auf das, was in Neubrandenburg noch kommt. Drücke euch weiterhin ganz, ganz fest die Daumen, denn wir haben ja schon mal länger Kontakt, als wir eigentlich wollten. Ne? So die ersten Tassen kamen von mir mit It's Hammer Time. Das darfst du nicht vergessen. Übrigens in unserem Online-Shop erhältlich, ne? Also das muss man ja auch zum Schluss nochmal erwähnen. Ja, können wir, weiß ich nicht, können wir da Brandenburg ja mit verlinken bei dem Post. Ich würde mich einfach schon mal bedanken, auch bei Evi und Katja für die Folge. Sie war wirklich sehr, sehr aufschlussreich, hat Spaß gemacht. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass wir schon fast bei einer Stunde sind. Und die letzten verabschiedenden Worte würde ich wieder Evi überlassen. Viel Spaß. Ach, du überrumpelst mich wieder. Ich kann doch immer nicht abschließen, so eine Sendung. Ja, natürlich. Danke, Jan. Endlich haben wir mal Zeit gehabt, miteinander zu sprechen. Wir sehen uns ja so selten, auch online. Ne? Also, ja, also es ist Emotionen pur in Neubrandenburg. Ich hoffe, es geht irgendwie, dass dieses scheiß Corona vorbei ist, dass dieser Dreckskrieg jetzt hier nicht irgendwelche Kacke macht. Dass, ich weiß es nicht, was hier noch passiert in dieser Welt. Dass wir endlich mal normal wieder Speedway gucken können, dass die Saison losgeht. Ja, deswegen bin ich heute vielleicht auch nicht ganz so motiviert. Der Tag ist echt scheiße. Ich mache mir noch ein bisschen Gedanken. Und von daher toi toi für uns alle und bleibt gesund und danke für die Zeit, Jan. Das zählt mehr denn je. Vielen Dank. Ach, eine Frage hätte ich noch. Wie viel Geld gibst du für Blumen aus an deine Frau? Weil das Pensum macht doch eigentlich keine Frau mit. Darf sie hier auch gerne grüßen und spielst dir die 10 Sekunden vor. Ich bin gut im Bett. So, unsere Adresse ist Micha, unsere E-Mail-Adresse. Startbahnpodcast@web.de. Wenn speziell für Jans Frau, die darf sich melden. Genau. Die kommt dann auch mal rein ins Interview. Bis dahin, bleibt alle gesund, passt euch auf und macht's gut. Tschüss, tschüss. Katja sagt auch noch tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao, ciao.